Wir sind in der Herbstzeit und wir können durchaus mit dem Herbst auch etwas im Purim anfangen. Was ich damit vorhabe, das zeige ich euch in diesem Video. Hallo, herzlich willkommen bei Verkunstet. Ja, Herbstzeit ist, es fallen überall die Blätter und ich habe ja vor 4 Tagen ein sehr schönes Video gesehen von der Judy Coop aus Australien und da hatte sie sich selber eine Inspiration geholt von einer englischen Künstlerin, die mit Blättern gearbeitet hat. Und ich fand das so schön, dass ich gedacht habe, ach hör, das machen wir doch gleich mal mit, dieses Thema. Schauen wir mal, ob das hier auch was vielleicht für unsere Community ist. Als erstes machen wir uns den Keilrahmen bunt und zwar in all den Farben, die ihr so mit, ja, dem Herbst verbindet. Ich habe jetzt hier für mich ein kleines Sammelsurium an Farben zusammengestellt. Ja, schauen wir mal, was daraus so wird. Thank you.
Jetzt kommt noch der Clou. Ich habe ja ein ganz normales Blatt, was bei uns im Garten gelegen hat. Wir haben bei uns vor dem Haus eine sehr große Platane stehen. Und davon fallen immer sehr viele Blätter runter. Und das Blatt, was ich hier genommen habe, habe ich eingesprüht mit ganz normalem Chromspray aus Gold, langsam. Hat super funktioniert. Natürlich draußen machen, weil es stinkt wie verrückt. Und das würde ich jetzt eigentlich ganz gerne noch hier reinsetzen, so als Eyecatcher. Was würdest du sagen? Hier so? Mhm. Und das lassen wir jetzt einmal so trocknen. Schauen wir uns das Mega-Ergebnis an. Ich bin mehr als ein bisschen geflasht von dem, wie sich das Bild mit dem Blatt entwickelt hat. Oh mein Gott, schaut euch hier diese ganzen Zellen an. Das hat sich noch einmal so richtig hier rausgespielt, hier überall diese Zellen. Und dann ganz leicht auslaufend hier nach oben hin. Und dann das Blatt mit dem Gold oben drauf. Ich finde, das passt mega hier rein. Das ist eine coole Idee. Da kann man ganz tolle Bilder mit kreieren. Auch noch vielleicht mit anderen Farben, mit mehreren Blättern. Also da könnte man noch eine ganze Menge mit machen. Und ihr seht, ihr müsst nur das nehmen, was ihr vor der Haustüre liegen habt. Mir gefällt das richtig gut. Ja, und mir wird das auch noch richtig gut gefallen, wenn ihr mir ein Abo dalassen würdet. Wenn ihr es nicht schon bereits getan habt, gebt dem Video gerne einen Daumen rauf. Teilt es gerne, redet darüber, denn damit gewinne ich Reichweite. Damit würdet ihr mir sehr helfen. Ja, betätigt die Glocke, denn ich würde euch gerne nächste Woche Freitag wieder hier sehen, wenn es heißt Verkunstet mit Pouring. Ja, und falls ihr noch Lust habt oder ihr habt ja Lust, da geht es weiter zum nächsten Pouring-Experiment.